Breit, böse, brutal. So lautet die Kurzbeschreibung eines der ungewöhnlichsten Rallye-Autos aller Zeiten. Der Lancia Delta S4 sollte niemandem gefallen. Er sollte seinen Gegnern nackte Angst einjagen. Ein Fahrsicherheitszentrum in der Nähe von Graz. Normalerweise finden auf diesem Gelände nette Sicherheitstrainings statt. Heute soll hier die Gruppe B-Bestie von der Leine gelassen werden. Und das ist der Bestienbändiger, Peter Freisinger, österreichischer Rallye-Enthusiast und Hobbyrennfahrer. Das ist ein echtes Auto, kein Straßenauto, umgebaut auf Rallye-Auto oder sonst irgendwas. Das Auto hat eine gute Historie. Es war ursprünglich ein Testauto. Lancia wollte mal eine Wassereinspritzung machen und. Das hat man mit diesem Auto probiert. Fabrizio Tabadon hat 3 Europameisterschaftsläufe gewonnen mit diesem Auto und Marco Alain einmal Argentinien. So, dann war 86, 87 vorbei mit dieser Sache mit Gruppe B und ist es gestanden und wurde dann von meinem jetzigen Freund das gekauft. Steht in einem Museum in Italien. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man so. Technisch gesehen gehört der Delta S4 zu den am aufwendigsten konstruierten Rennwagen. Der von Aurelio Lampredi und Claudio Lombardi entwickelte S4 wird 1986 als Nachfolger des Lancia Rally 037 in der Gruppe B eingesetzt. Optisch sieht der Delta S4 dem Serien-Delta entfernt ähnlich, doch technisch hat er mit ihm nichts gemein. Unter dem kantigen Plastikkleid steckt ein Gitterrohrrahmen mit Mittelmotor und Allradantrieb. Um das Fahrzeug zu homologisieren, baut die Firma Abarth, die als Rennabteilung firmiert, eine Straßenversion, den Delta S4 Stradale. Heute muss dieser oft für einen Umbau zu einem Rallye-Klon herhalten. Zum Delta S4 gehört noch ein beträchtlicher Vorrat an Ersatzteilen. Denn ohne diese Spezialteile kann man ihn nicht einsatzbereit machen. Wenn wir jetzt reinschauen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das schaut aus wie ein E-Werk. Ja. Das Einzigartige bei diesem Auto, und das gibt es nur bei den Lancia Delta S4, ist Allrad, Kompressor und Turbo. Und das Auto hat 3 Auspuffsysteme. Das gibt es nirgendwo bei einem Rallye-Auto. Angeheizt wird dieses Monster von einem 1,7 Liter großen Vierzylinder mit einem Volumex-Kompressor und einem Turbolader. Unter vorgehaltener Hand spricht man von 550 PS. Das Triebwerk leitet seine Kraft variabel an alle 4 Räder weiter. Nur 890 Kilo bringt dieses Kraftpaket auf die Waage. Ein letzter Check des Reifendrucks und dann geht's los. Und jetzt habe ich die Freude, oder ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich freuen soll, hier mitzufahren im Lancia Delta S4. Rallye-Co-Piloten gehören zu der Sorte Menschen, die keine Furcht kennen. Ob unser Autotester Robert Tomizzi auch so furchtlos ist? Also das sind jetzt 890 Kilo und die werden bewegt von 550 PS. Am Steuer der Peter Freisinger, der wirklich in der Lage ist, so ein Auto entsprechend zu beherrschen. Das ist wirklich mörderisch. Und das, obwohl wir hier wirklich nur auf einem kleinen Fahrsicherheitszentrumskurs unterwegs sind. Mörderisch ist auch die Beschleunigung. Hat das Auto gemessen, eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Das auf Schottland. Wir sind jetzt hier auf Asphalt unterwegs. Ich will gar nicht dran denken, was hier so ein Beifahrer aushalten muss auf einer Rallye. Verwertungsprüfungen, wo es kilometerlang in diesem Tempo hier weitergeht und er gleichzeitig auch noch das Gebetbuch vorlesen muss. Also für mich wäre der Job als Rallye-Beifahrer definitiv der falsche. Genuss sieht anders aus, oder? Robert jedenfalls scheint schon nach diesem kurzen Ritt genug zu haben. Der Lancia Delta S4 hat gezeigt, dass er es noch immer kann. Einem die nackte Angst einjagen.